Und da zuppelt es wirklich los. Na, ist es denn? Ist das der Kutum hier an der Stelle, wo er auch gehen soll? Ja, fast. Alter, Kutum angeln ist einfach immer eine Challenge, ne? Nicht, weil es irgendwie so anstrengend ist, nicht, weil es irgendwie so schwierig ist, den Brocken überhaupt irgendwie rauszuziehen. Nee, erstmal rankriegen, den Lümmel. Aber man muss es auch einfach immer wieder probieren. Also stehe ich wieder hier an der Donetz und teste nochmal wieder einen Spot gesehen, wo die Trophy gefangen wurde. Ähnliche Stelle an der Donetz wie beim letzten Mal. Und zwar hier oben. Ich glaube, zuletzt war ich ein bisschen weiter hier drüben in dem Bereich, also hier so. Und jetzt wurde wohl auch hier Kutum gefangen. Auf entspannten 15 Meter nur. Also zack, eben hier raus in die Richtung. In Richtung von diesem Busch habe ich so geworfen. Habe auch vorher noch schön die Futtermische nachgebaut und alles so eingestellt. Und habe wieder mal das andere Vorfachsmaterial verwendet. Also wieder mal dieses Soft Mono Vorfachsmaterial. Und bin da jetzt sehr gespannt. Diesmal natürlich mit einer Tragfähigkeit von ungefähr 11 Kilo. Nicht zuletzt wie beim Aal-Video. Da hatte ich ja um die 6,8 oder sowas. Und jetzt schön hier, wir gucken mal eben rein. Nochmal kurz dran rumzubbeln. Na, ist da wohl was dran? Ne. Also, jetzt ist das ganze Setup so aufgebaut, auch hier ganz normal oder relativ klein, auch mit den Winkelpickern unterwegs, 12 Kilo Hauptschnur. Die Rolle, die ist auch mächtig durch. Ich werde die aber noch weiter durch verschleißen, denn die sind eigentlich immer nur fürs Kleinfischangeln gedacht. Und die Bremse hat auch noch einiges an Tragfähigkeit. Warum auch immer, das Getriebe ist halt schon ordentlich durch. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier die Schmierung schon so weit runter ist, dass sich das halt, ne, Stück für Stück, ja, mit abnehmender Schmierung dann eben auch das Getriebe sozusagen verabschiedet, höchstwahrscheinlich, denn die Bremse wird kaum beansprucht. Und ja, auch das Kugellager geht langsam durch, aber die haben halt noch Zeit, diese Rollen, die werde ich so bei ungefähr 49% dann reparieren. Aber vom gesamten Setup her hier, wie gesagt, um die 12 Kilo herum, 11 Kilo Vorfach. Das ist jetzt hier nochmal dieses Soft Mono. Steht nur dran jetzt hier. Ich kann es gleich auch nochmal zeigen beim Vorfachsherstellen. Einserhaken, Maikäferlarve und in die Muschelmische. Da gucken wir gleich nochmal rein. Denn da ist der nächste Biss. Gucken wir mal eben. Alter, endlich mal einen Zobel, einen stattlicher. Kann man mal machen auf Goldköder. Kann man aber auch lassen. Aber immerhin besser als ein Rotauge. So, nochmal ein bisschen straffen. Und dann abwarten und gucken, was passiert. Na, ist er dran oder ist er nicht dran? Jetzt ist er doch dran, oder? Jetzt ist er dran. Okay. Alter, das war ja wild. Heftig reingegangen und auf einmal war Ruhe. Der olle Aaland. Mann doch. Und da wagt sich doch wieder einer dran. 8 Uhr, ja, 9 Uhr morgens. Viel Kleinkram und der nächste geht auch schon dran hier an der anderen Rute. Viel Kleinkram, viel, ja, teure Köder verballert für sowas hier. Das ist natürlich das Mieseste, was man hier dann haben kann, wenn man auf Kutum geht. Viel kleine Beifänge, die wollen wir natürlich gar nicht. Aber wenn ich mir das Bild so ansehe, von dem Post im VK, da wurde ja der Kutum offensichtlich auch eher in der Mittagszeit gefangen. Das heißt, möglicherweise geht er auch gleich einfach im Laufe des Tages einfach nochmal rein. Das heißt, ich bleibe hier einfach auch noch ein bisschen stehen, teste auch noch ein bisschen länger und wahrscheinlich wird auch noch das ein oder andere Rotauge hier reingehen. Zack, und jetzt geht er rein. Lange gezubbelt.
Das war ja ein Ding. Was ist das denn, ey? Der Kutum. Da ist er doch. Klein, aber er ist schon mal da. 900 Gramm Kutum. Der hat aber wirklich lange rumgezubbelt. Ist ja der Hammer, ey. Lange Rumzubbler und dann abgegangen, ey. Richtig, richtig gut. Stark. Ich habe schon fast nicht mehr mit gerechnet, aber bin jetzt sehr zufrieden. Und das motiviert natürlich weiterzumachen hier. Also raus wieder damit auf 15 Meter hier. Das Ganze bleibt immer noch so, wie es ist. Hatte ich die Futtermische? Die hatte ich noch gar nicht. Futtermische gucken wir jetzt auch noch mal eben kurz rein. Das ist die Futtermische. Mischfutter diesmal als Basis. Ja, warum nicht? Und der Rest ist komplett auf Muscheln, ne? Wandermuschel. Muschel, Muschelsoße und gib ihm. Also, raus damit. Ich lasse auch dran. Also, ich habe vorher angefüttert, 10-mal ausgeworfen, zack, 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 PVA raus. Und dann, ja, wie gesagt, dran gelassen jetzt die ganze Zeit, auch mit diesen ganzen Beifängen. Viele, viele, viele kleine, viele teure Köder verjubelt für einen Kutum. Aber es lohnt sich trotz allem, wenn da jetzt mal einer reingeht mit 2 Kilo plus. Ist man, glaube ich, schon im dreistelligen Bereich. Über 100 Silber für so ein Vieh. Von daher weiter testen und probieren. Ich bleibe auf jeden Fall noch mal ein bisschen hier auf diese 15 Meter jetzt hier. Einfach nur in die Richtung und werde auch noch den ganzen Tag über hier stehen. Die Frequenz ist allerdings wie immer äußerst bescheiden hier beim Kutum. Aber das ist eben kein Fisch für hohe Frequenz und Silber machen, sondern hier geht es darum, einen super seltenen Fisch anzunehmen. Abzuschließen als Trophy im Idealfall und deswegen weiter testen. Ja, und ich habe weiter getestet und ich teste auch immer noch weiter. Gerade noch einen Zobel gezogen und im Laufe der Zeit jetzt hier einen russischen Stör auch noch dabei gehabt. Genau mit 6,8 Kilo, das wäre doch richtig gut gewesen hier für so ein Kutum. Aber nein, leider nicht. Und hier zuppelt es auch wieder los. Wir haben jetzt gerade hier die nächste Nacht, also nach knapp einer Stunde. Noch kein deutlich größerer Kutum dabei, aber immer wieder Gezuppel, mal was Kleines, mal was Großes, leider viel Kleinkram und man muss auch sagen, das ist natürlich auch echt teuer mit der Zeit, weil diese ganzen Goldköder hier einfach alle weg sind. Apropos Goldköder, Schaufeln nicht vergessen. Schaufeln, damit man das Glück hat, vielleicht noch einen Köder rauszuziehen. Teste du doch auch mal. Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat. Kanal abonnieren gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream, entweder auf YouTube oder auf Twitch. Auf jeden Fall immer um 19 Uhr. Petri.